Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu House Flipper. Der letzten Woche House Flipper, muss ich dazu sagen, weil nächste Woche kommt Zookeeper raus, oder es ist Planet Zoo. Leute, wir müssen heute oder diese Woche das Haus fertig kriegen. Bedeutet, heute wird eine unserer Hauptaufgaben den Gang hier zum Beispiel mal weiß streichen. Damit fangen wir heute an. Bedeutet, wir besorgen uns jetzt ein bisschen Weiß. Zack, wo ist hier das Weiß? Perfekt, kaufen viele. Ich glaube, 3 Dosen sollten für den Anfang reichen, oder? Wo ist hier nochmal der Wischstamm? Da ist der Mob. Nochmal hier mal alles schön weiß. Das ist nicht ganz schön viel Farbe, die man hier braucht. Den Durchgang würde ich hier offen lassen. Der Raum wird dahinter dann auch weiß. Noch ein bisschen mehr Farbe. Farbe, Farbe, Farbe. Wir geben heute mal richtig Gummi einfach. So wie es halt geht mit Malen. Zack, einmal hier drum. Zack. Ich bin extrem gespannt. Zookeeper kommt jetzt dann echt raus und ich habe den Vorgänger Jurassic World Evolution habe ich ja geliebt. Das Spiel ist mega cool gewesen. Und ich glaube, mit Planet Zoo kann man wieder so viele Feinheiten und Details arbeiten, dass es für ein Let's Play mega cool ist. Und vor allem für was Längeres. Deswegen freue ich mich extrem drauf, das endlich spielen zu können. Und ja, das ist halt aktuell der Stand. Oh, jetzt hat es kurz geleckt, aber das wieder gespeichert hat. Und das ist halt das, wo ich mich aktuell am meisten an Spielen drauf freue. Neben Transport Fever 2, das kommt ja dieses Jahr auch noch raus und nächstes Jahr ist für mich das absolute Highlight, was ich nicht, womit ich eigentlich nicht gerechnet hätte. Und zwar Kerbal Space Program 2. Das wird, ich denke mal, richtig episch. Also von dem, was ich mir vorstellen könnte bei dem Spiel, weil der 1er war schon mega. Und mit dem zweiten, so wie ich es verstanden habe, mit Base Building und allem und Multiplayer-Funktion, kann das nur geil werden. Und deswegen warte ich jetzt eigentlich nur noch auf die ganzen Spiele, dass sie mal rauskommen, damit wir sie alle probieren können. Beziehungsweise man da vielleicht daraus sogar Multiplayer-Projekte machen kann, weil so Kerbal Space Program gleichzeitig riesige Raketen bauen und losschicken in Weltall und sagen, man gibt sich ab jetzt die Zeit und man muss gegenseitig schauen, dass man auf dem und dem Planeten als erstes landet. Egal auf welchem Weg. Ist bestimmt eine mega geile Aufgabe. Und darauf wäre ich halt so, oder das würde mich so mega reizen. Das hätte ich gerne damals schon im alten Kerbal Space Program gehabt. Da ging das ja leider nicht. Da gab es so einen Mod, dass du sozusagen auf die Karte sich abgeglichen hat mit deinem Kollegen online. Aber wirklich zusammen gespielt hast du nicht. Was aber mega schade war. Weil ich hätte es echt unendlich gefeiert, wenn das funktioniert hätte. Weil das Spiel ist prädestiniert für Multiplayer. Wenn du sagst, jo, wir machen jetzt ein Race oder sowas, ich hätte es gefeiert. So, okay, jetzt hätten wir hier noch weiße Farbe gebraucht. Jetzt kaufen wir nochmal schnell eine. Was denn? Hausplatz für Dokumente? Ja, du kriegst doch deine Dokumente und Büchersachen. Ich habe in der Zwischenzeit, ihr seht, wir haben 103.000, ich habe in der Zwischenzeit auch immer wieder so ein bisschen zwischendurch gespielt, aber habe halt nicht an unserem Haus hier weitergearbeitet, sondern habe noch ein Haus währenddessen schnell gemacht, um halt genug Geldrücklagen zu haben für den Notfall. Das Fenster ist noch zu reinigen. Wusste ich, habe ich total übersehen irgendwie. Machen wir hier noch schnell. Und ja, aber House Flipper werde ich jetzt dann wahrscheinlich nicht mehr let's playen. Vielleicht nur so zwischendurch so Livestreams. Ich kündige immer schön Livestreams an, dass ich welche mache, aber das Internet ist einfach katastrophal aktuell. Es ergibt aktuell keinen Sinn, dass ich sowas mache, weil es würde höchstwahrscheinlich nur hängen und das ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Wenn, dann würde ich gerne, dass ihr einen richtig schönen Livestream habt. Und wenn das nicht funktioniert, dann müssen wir das leider halt verschieben. Und irgendwann wird das schon funktionieren. Und wenn ich mir einen neuen Router holen muss irgendwann mal, dann wird es halt so geregelt und nicht anders. So. Also ich so ein bisschen schade finde, dass du nicht das Haus komplett bauen könntest. Also wenn du wirklich das Haus grundsätzlich auch nochmal irgendwie so eine Wand rausreißen kannst, weil die Grundfläche ist immer gleich. Und wenn du sagst, okay,
Du holst dir jetzt, keine Ahnung, einen Bagger und mit dem Bagger tust du jetzt das und das noch abreißen und dann tust du das dazu. Wäre natürlich bestimmt mega cool. So. Der Raum ist fertig. Nee, verkaufen. Verkaufen. Jetzt klingelt mein Handy wieder. Ich möchte in meinem Haus Platz haben für Dokumente und Bücher. Von der anderen Seite dreckig. Und du auch. Au. Also muss ich da von außen ran. Auch eine seltene Sache. Oh, da, ich kann da nicht über den... Oha. Ach, das sind alles einzelne Fenster. Das machen wir jetzt ganz, ganz schnell. Rotz. Zack. Und das andere Fenster noch. Ich schaue ja aktuell wieder voll gerne How I Met Your Mother. Bin ich jetzt mittlerweile schon wieder bei der 7. Staffel. Ist eigentlich voll peinlich. Aber hey, ich liebe das Zeug. Es ist mega cool zum Zuschauen. Und ja. Ich weiß nicht, was ihr von How I Met Your Mother haltet. Aber ich persönlich finde es ein mega geiles, mega geiler Film. So, okay. Küche haben wir ja. Dann würde ich hier ein paar Regale aufstellen. Haben wir, warte mal, Boden. Fußboden. Was wäre denn für so ein Gang oder so ein richtig cooler Boden. Teppichboden. Wir machen hier einen Teppichboden in den Gang rein. So richtig amerikanisch. Zack. Rein damit. Bis nach da hinten. Dann liegt hier schon mal ein Teppichboden drin, ne? Dann würde ich jetzt auch noch mal gleich den restlichen Boden verlegen. Laminat und würde ich hier im Raum Laminat verlegen. Die Küche haben wir ja schon. Da brauchen wir nichts. Der ist Schwachsinn. Und hier brauchen wir jetzt nochmal dann Fliesen, Fußboden, Bodenfliesen. Und da würde ich... Nehmen wir... Nehmen wir so ganz einfache hellgelbe Fliesen. Ganz easy cheesy einfach. So. Jetzt ist der Raum hier. Das wird ja unser Bad, ne? Und das wird das Schlafzimmer. Welche Farbe geben wir dem Schlafzimmer? Bedeutet, wir brauchen hier jetzt Wände. Ich würde ihm so ein verschlafenes Blau geben, wenn die das haben. Einmal voller Gips. So ein königliches Blau. Ja, nehmen wir das. Zwei Stück sollten ja hoffentlich reichen. Warum beschweren die sich jedes Mal, wenn ich Farbe kaufe? Sollten doch froh sein, wenn ich denen schon Farbe mitliefer. Dann legen wir ein richtig schönes Doppelbett rein. Würde ich mal behaupten. Ein paar Kleiderschränke und vielleicht ein Spiegel. Und das Bad dann schön luxuriös ausstatten. Wir müssen überlegen, wir haben ja eigentlich hier voll viel neu gemacht auch, ne? Also wenn du das Ganze anschaust, haben wir voll viel überarbeitet dann. Warte, hier kriegt die Tür ein himmlisches Blau. So. Jetzt gehen wir in die Richtung noch weiter. Immerhin geht das Malen jetzt mittlerweile relativ flott. Wir haben ja nochmal ein paar Upgrades und alles bekommen. Und das macht es natürlich dann um einiges schneller, hier die ganzen Räume durchzumachen. Deswegen, ich habe jetzt auch vorgenommen, dass wir sozusagen in dieser Folge versuchen, jeden Raum fertig grund zu machen, in der nächsten Folge alles fertig einzurichten. Und dann in der letzten Folge tun wir dann noch den Garten machen und verkaufen das Gebäude. Also so ganz, ganz easy cheesy. Weil ich glaube, das ist so der simpelste Weg, weil ansonsten, wenn man immer wieder sich abwechselt, klar, man kann sich dann auf ein Zimmer konzentrieren und die Planung vielleicht besser durchführen, aber so ist man halt in der Malerei zum Beispiel schon drin. Wir müssen ja mindestens einmal noch außenrum die ganzen Fenster reinigen. Das ist ja auch nochmal da. So, okay, das Zimmer ist jetzt auch fertig. Jetzt kommt das Bad und das Bad wird witzig, weil da müssen wir jetzt alles mit Fliesen verlegen.
Bedeutet, wir brauchen jetzt Wandfliesen. Wandfliesen? Was nehmen wir denn da Verrücktes? Ich finde, da gab es ja nicht diese schwarzen. Die da. Ne, obwohl, dann ist das Zimmer ganz schön dunkel, ne? Dann nehmen wir das in weiß. Kaufen viele. Ich würde mal sagen, das reicht hoffentlich. Ansonsten haben wir echt ein Problem. Dass du nicht auch mehr Fliesen in die Hand nehmen kannst, ist jedes Mal wieder runter gucken und wieder hoch, runter und wieder hoch. Schaut aus wie eine Hauswand. Von außen. So eine richtig oldie Hauswand. Ich glaube nicht mal, dass die Fliesen reichen, also brauchen wir wirklich mehr. Hat er jetzt gerade echt während des Speicherns abgebrochen, dieses Arschloch? Nee, ich bin aber extrem gespannt auf die ganzen Spiele, die jetzt dann rauskommen. Jetzt ist ja auch Borderlands 3 rausgekommen mittlerweile. Und ich sehe da gerade was mir gar nicht gefällt. Wo kommt denn ihr her? So, ich habe die ganzen Kakerlaken umgebracht. Sind die auch schon mal weg? Gott, jetzt kommt dann... Oh, jetzt kommt das Fenster. Das sind die witzigsten Sachen. Das Fenster ist immer so eine Sache für sich, ja? Weil das so viele Ecken und Kanten hat. Aber man sieht haargenau, wo wir halt gearbeitet haben, ne? Das siehst du hier voll. Dass das hier hinten nochmal ein extra Raum war. Zack. So. Dann gehen wir jetzt mal in die anderen Ecken des Zimmers. Immerhin muss jetzt hier alles ausgefliest werden. Aber ich finde, es schaut gar nicht mal so scheiße aus. Ich hätte das irgendwie ein bisschen schlimmer im Kopf gehabt, dass das jetzt ausschaut. Aber ich finde das jetzt gar nicht mal so scheiße. Vor allem, weil das diesen 3D-Effekt ganz leicht rausbringt. Bedeutet, die Wand schaut sich zu ebenmäßig aus, zu glatt. Macht ein bisschen was her. Ich mag gar nicht wissen, weil der tut ja gleich berechnen, wie viel wir an dem Haus gearbeitet haben, was wir verändert haben, wie viel Wände wir gemalt haben, wie viel Wände wir verfliest haben. Und dadurch tut der den Maximalpreis von den Leuten gleich ausrechnen, was alles verändert wurde, ne? Irgendwie so war das, glaube ich. Also ich mittlerweile sehe, dass uns die Fliesen ausgehen. Mal wieder. Ein Paket Fliesen wäre jetzt nicht schlecht. Mhm. Eins in die Fresse wäre auch gerade nicht schlecht, ey. Das ist wieder so, zack. Und links und rechts. Überleg mal, wenn du so schnell eine Wand fließen könntest, dann könntest du richtig Geld machen. Von Haus zu Haus, da wäre das längste, was du am meisten, oder für was du am meisten Zeit brauchst, wäre das, wo du, wenn du vom Haus zu Haus fahren müsstest, um zu fließen oder die Fliesen zu besorgen. Aber das Fließen für dich wäre so, ja, mach ich schnell. Gib mir 10 Minuten und ich habe das Zimmer gefliest. Oh, das ging sie. Ja. Ich war mit den Paketen gar nicht mal so weit gleich vom Ziel weg, ne? So. Oder hier die Wand. Ja, ich glaube, ich denke, wir brauchen noch circa ein Paket. Also nicht mehr als ein Paket. Aber ich bin mir gerade nicht. Ja, es wird sich nicht ausgehen für den Raum noch mit dem Paket. Dafür haben wir noch zu viele Einzelteile. Ich denke, es wird dann sein. Ein. So. 3-4 Fliesen liegen wahrscheinlich insgesamt. Na, oder auch nur 2. Es liegt sogar nur an 2, ja, das ist ja super. Jetzt kaufen. Und dann wieder auf Fliesenrotter legen. So, dann ist jetzt das Zimmer fertig. Bedeutet, wir haben hier gefliest. Wir haben hier das Zimmer bemalt. Wir haben die Räume bemalt. Wir haben jeden Boden verlegt. Ich glaube, die Garage schaut eh noch gut aus. Ja, die passt so. Die ist voll okay. Fenster reinigen können wir noch schnell von außen. Schauen, dass wir alle Fenster hier einmal durchreinigen. Tun wir hier schnell die Fenster reinigen. Einmal schnell hier durchreinigen. Zack. Ich glaube, wir müssen ja auch nochmal Rasen mähen dann. Zack. Bereiten wir alles auf die letzte Inspektion im Grunde vor.
Habe ich nicht hier irgendwo aus Versehen mal rumgemalt am Haus? Nee, habe ich nicht. Hm. Dann war das woanders. Ja, schaut doch super aus. Dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn noch nicht habt. Und was tun wir? Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!